Das ist Einzelbettkapsel. Wir haben das Bett, wie man schön sieht. Das ist 2 auf 1 Meter insgesamt. Bettdecke, Küsse, man hat einen Tisch zum Ausklappen. Man kann Strom anhängen. Es hat eine kleine Box zum Wertgegenstände reintun. Und Schlitz, damit Frischluft von außen herkommt. Für so eine Einzelkapsel zahlt man 48 Franken pro Person und Nacht. Es ist eng im Kapselhotel von Mohammed Taha. Und das ist absichtlich so. Auf kleinstem Raum bietet er 49 Einzel- und 6 Doppelbett an. Und das nicht irgendwo, sondern am Schifflandeplatz im Niederdorf, also an bester Lage. In Zürich hat es den Bedarf für ein Budgetangebot, das zentral und relativ günstig ist. Und auch ein bisschen Anspruch auf Qualität. Das Kapselhotel ist hier die perfekte Lösung. Green Marmot, also grünes Murmeli, heisst das erste und bis jetzt einzige Kapselhotel in Zürich. Seit dem Mai hat es offen. Einer, der gerade 2 Nächte im engen Murmeli-Bau verbringt, ist der Luis aus Spanien. Es ist muy cómodo. Es ist sehr bequem und angenehm. Es macht mir auch nichts aus, dass es im gleichen Raum noch andere Leute hat, die hier schlafen. Es sind alle anständig gewesen, niemand hat es meins gemacht. Auch der Aaron Johannes aus Deutschland hat im Kapselhotel übernachtet. Bevor er heimgeht, gönnt er sich noch einen Becher Wasser. Ich kannte das Konzept halt schon aus Asien. Vor allem in Japan ist das sehr berühmt. Und ich habe was gesucht, was relativ zentral ist und vor allem preiswert. Und deshalb war das für mich die ideale Kombination jetzt für meinen Aufenthalt. Wie haben Sie geschlafen? Verdammt gut. Also ich habe super geschlafen. Es war super ruhig, das Bett war bequem, also ich kann mich nicht beschweren. Was sagt Zürich Tourismus zum neuen Hotel? Auf Anfrage von TV Zürich sagt ein Sprecher, er fände es eine gute Alternative zum bestehenden Angebot. Und es sei ein starkes Signal, dass gerade in der Corona-Zeit etwas Neues, Innovatives entstanden ist. Ein 6-stelliger Betrag hat der Mohammed Taha in sein Kapselhotel investiert. Er wird von der ganzen Familie unterstützt. Neben seinen Geschwistern vor Ort auch von Verwandten im Sudan, seiner zweiten Heimat. Dass er das Hotel gerade in der Corona-Zeit eröffnet, sei aber ein dummer Zufall. Die Planung hätte nämlich schon viel früher angefangen. So ein Entscheid braucht Mut, braucht aber auch Unterstützung. Und braucht auch ein Gewissen und ein Wissen, dass es auch gut kommt. Um sich sicher zu sein, wir machen hier nichts Falsches. Oder? Und es war eigentlich bestätigt gewesen, bis Corona. Trotz Corona liegt die Auslastung momentan zwischen 20% und 40%, je nach Wochentag. Mehr wäre natürlich besser. Zu viele Gäste wären wegen der strikten Hygienevorschriften allerdings dann auch nicht gut.